Wir sind hier auf dem Gelände vom Leipziger Bahnhof. Der Leipziger Bahnhof ist der erste Bahnhof in Dresden. Er heißt so, weil unsere Nachbarstadt Leipzig ist. Also wir möchten euch was über den Dresdner Hafen erzählen. Dresden war früher eine große Hafenstadt. Hier wurden auch solche Schiffe wie Flussfahrtschiffe und Reiseschiffe gebaut. Ja, und das ist ein kleiner Einblick in Dresdner Hafen. Also, und das hier ist die Straßenbahnverbindung von früher. Und hier war die alte Straßenbahn, ist sie lang gefahren. Und früher hatte man einen super Ausblick.